Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Baphomets Fluch 4. Ja, ich danke euch erstmal für die Tipps, die konnte ich mir mittlerweile angucken. Ich habe nämlich da auch so ein paar kleine Hinweise drauf bekommen, wie ich eventuell dieses Stocken in den Griff kriegen kann. Hat leider nicht viel genützt. Also ich habe das mit dem Steam-Overlay probiert, ich habe das mit dem Kompatibilitätsmodus ausprobiert. Das läuft gerade im Kompatibilitätsmodus. Und ich habe im Hauptmenü nochmal geguckt, da konnte man so ein Anti-Aliasing, keine Ahnung wie das da heißt, deaktivieren. Was eigentlich auch nochmal hätte helfen sollen, das hat aber auch nicht viel gebracht. Und dieses Hyper-Threading, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, das war mir dann doch ein bisschen zu technisch. Das habe ich dann nämlich nicht auf die Reihe gekriegt. Wir werden leider ein bisschen so Vorlieb nehmen müssen mit dieser hakeligen Version. Es tut mir sehr leid, aber ich kann es leider nicht groß ändern. Mir wurde gesagt, hätte ich das Spiel wahrscheinlich über GOG, also über Good Old Games, runtergeladen, hätte ich die Probleme wahrscheinlich nicht gehabt. Ja, tut mir leid. Ich habe auf Steam vertraut, das war anscheinend nicht die richtige Wahl. Aber ist egal, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wir sollten jetzt zu Virgil gehen auf jeden Fall und ihm seinen MP3-Player wiedergeben. In der Hoffnung... Ich muss mir das Manuskript näher ansehen. Entschuldigung. Hier ist doch Virgil. Ich war wieder auf der falschen Seite. Hi, Virgil. So, haben wir den nicht schon im Menü? Wo ist da... Nee, ist das der MP3? Ja, den nehmen wir jetzt und geben den mal Virgil. Hi. Ich weiß, für deinen MP3-Player gibt es keinen Ersatz. Ich dachte, das hier könnte deinen Schmerz lindern. Hey, woher hast du das? Das gleiche Modell! Geklaut? Sicherheit nicht. Bin Anwalt, Blödmann. Exakt. Also hast du es geklaut. Ersetzt aber nicht die Musik, oder? Ach, scheiße. Das habe ich zu Hause doch alles auf CD. Okay, George. Aber das war doch der gleiche. Das war doch der, den wir aus dem Tresor geklaut haben. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht ist er jetzt gesprächiger. Hey, Virgil, hast du 5 Minuten Zeit? Um was geht's? Ja, wir wollen den Code knacken. Mafia-Bande, PDA. Machen wir erstmal so. Also, was ist passiert, nachdem wir uns verbarrikadiert haben? Erst sind sie in dein Büro gestürmt, dann haben sie alles durchsucht und am Ende kurz und klein geschlagen. Du hast ihnen bestimmt gezeigt, was eine Harke ist. Hast du Witze? Ich saß unterm Tisch. Und dann? Leerten sie den MP3-Player und sind raus. Oh, was für eine Story. Ist daran so komisch, Mann? Unterm Tisch, Virgil. Das hätte ich gern gesehen. Wer Freunde bleiben sollen, hältst du jetzt besser die Klappe, George. Virgil ist ein kleiner Schisser. Ja, erstmal das PDA-Ding, das scheint wohl unrelevant zu sein. Vielleicht können wir seine Nummer nochmal aufschreiben oder so. Virgil, ich muss im Internet etwas recherchieren. Ach so. Okay. Dann geh online. Was hindert dich? Glastonbury hat mich diese Webseite rausgeschmissen. Ausgesperrt. Mir, George, ich hab schließlich im Knast gesessen. Ausgesperrt gibt's nicht. Wo ist das kleine Ding? Es muss hier irgendwo sein. Ja, George, damit müsste es gehen. Ist das? Eine Flashcard mit ein paar extra Features von mir. Leg sie einfach in dein PDA und ruf diese Seite auf. Ja, und jetzt noch über Anna Maria. Und wie geht's Anna Maria? Mach dir um die keine Sorgen, Mann. Sie ist an einem netten, coolen Ort. Sie steht hinter mir? Wie meinst du das? Sie hat eine Menge durchgemacht, George. Sie brauchte eine Schulter zum Anlehnen. Und du hast zufällig gerade eine frei, stimmt's? Lass mich doch, George. Allerdings. Ja, das ist ja gut, dann sind wir zumindest los. Dann können wir uns vielleicht wieder auf Nico konzentrieren, falls sie noch ins Spiel kommen sollte. So, ja. Dann gucken wir uns jetzt mal das Manuskript nochmal genauer an, wie wir schon gesagt bekommen haben durch George. Da schauen wir mal angucken. Aber das haben wir ja gemacht eigentlich. Marias Manuskript. Ja. Eigentlich haben wir das Manuskript hat mir heute großen Kummer gemacht. Mhm. Ich genieße die Aufregung, muss ich gestehen.
Okay, dann gehen wir mal ins Büro und setzen uns an den Rechner. Wahrscheinlich können wir doch an unserem Rechner ins Internet. Hoffe ich doch mal. Ach so, der Rechner ist Schrott, ne? Scheiße. Hat Virtual vielleicht einen Internetrechner noch da rumstehen? Oder können wir das einfach mit unserem... Moment! Können wir das mit unserem PDA einfach machen? Kleiner Moment, ich gehe da mal drauf. Verbinden? Ist es damit gemeint? Lobinos Privatserver. Okay, also sind wir bei André und hacken ihn, ja? Das ist ja interessant. Geil. Aha! Sehr cool. Zugriff aufs Internet. Ja, sicher, das kann Virtual, ne? Ach du Scheiße, was ist denn das? Also George, das hier ist mein selbstgestricktes Hackersystem. Aha. Betonung auf selbstgestrickt, klar? Ja. Ich werde dir mal zeigen, wie man es benutzt, indem ich mich in den Rechner eines alten Freundes einhacke. Aha. Bist du, zumindest für dein PDA. Es ist dein Ziel, die Datenbank, in die du rein willst. Ja. Du musst jetzt deinen Datenstrom mit dem Zielcomputer verbinden, ohne entdeckt oder unterbrochen zu werden. Aha. So, mein Freund wohnt auf der anderen Seite des Landes. Diese Bergkette ist im Weg. Da müssen wir drum rumkommen. Aha. Wenn wir in die Datenbank rein wollen, müssen wir durch diese Punkte durch. Die Routerknoten. Okay. Tarnen den Datenstrom deines PDAs, damit du nicht entdeckt wirst. Den Datenstrom zu manipulieren, benutzt du Router und Refraktoren, verstanden? Du verwendest andere, weniger sichere Systeme in der Gegend. Aha. Ja. Du musst mit dem auskommen, was das Gerät jeweils vorfindet. Aber normalerweise reicht das, um reinzukommen. Das Teil hier wirkt wie ein Spiegel. Es lenkt den Strom um 90 Grad ab. Okay. Das hier knickt den Datenstrom um 45 Grad ab. Das hier sind Splitter. Die können den Datenstrom aufspalten. Aha. Da das Zielgerät aber nach einem einzigen Datenstrom sucht, musst du die einzelnen Teilströme wieder zu einem bündeln. Machst du auch mit einem Splitter, aber umgekehrt. Wenn du einen Splitter in die eine Richtung benutzt, kannst du ihn nicht mehr in die andere Richtung einsetzen. Diese Punkte sind die Bösen. Das sind Knoten, die entdecken, was du vorhast und dich aufhalten wollen. Denen musst du immer einen Schritt voraus sein. Wenn du deinen Datenstrom aus Versehen in einen davon lenkst, ist deine Verbindung tot. Ja, ich hab's, glaube ich, verstanden. Ich würde dir empfehlen, deine Route gut zu planen, bevor du anfängst, die ganze Gegend mit Knoten zuzupflastern. Oh, das war meine Frage, genau. Das Puzzle zusammensetze. Ja, ich wollte mich wissen, ob man die einfach so versetzen kann, weil dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, genau so. Ja. Und da unten muss man den Strom noch teilen. Genau so hätte ich den auch hingesetzt. Genau, richtig. Hervorragend. Das sieht doch ganz... Okay, also ich habe das Prinzip verstanden. Aha, den kann man... Ah. Achso, der spiegelt ja, ne? Ach so, ah, oh Gott, oh Gott. Richtig, das gab's ja auch noch. Den, genau, ah. Also wie er das macht, ist schon logisch, ja. Aha, aha, aha. Und den spiegelt man noch und perfekt. Okay. Und jetzt darf ich das gleich nochmal selbst machen, ne? Super. Okay, Tutorial. Und schon sind wir drin. Ja. Mal sehen, was mein Freund in seiner Datenbank hat. Ah, nein! Das wollten wir nicht sehen! Was für ein widerliches Individuum! Ja. Okay, George. Du bist dran. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das hinkriege. Also, da ist das Handy, da ist unser Ziel. Da, auch da muss ich durch. Okay. Das heißt, überlegen, wie mache ich das denn, wenn ich... Also, ich muss von der Seite aus... Achso, da kann ich die Position aber nicht ändern. Das ist klar. So, dann würde ich sagen, hauen wir den dahin. Oder kann ich den... Achso, da. So hätte ich jetzt gedacht. So ungefähr zumindest. So, und dann hätte ich jetzt... So.
Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt bräuchte ich aber noch. Ja, jetzt bräuchte ich noch einen Spiegel hier. Na, ah. So. Ja, guck mal, was ich kann. Haha. Nettes kleines Spielchen, sowas mag ich. Okay. PD-Handbuch, Merkzettel, bezahlte Telefonrechnung, Mords Pizzaladen, die Versicherung, Bürobedarf und so weiter. Was? Ach, das ist ja unser Handbuch. Was soll das denn? Okay, historische Datenbank von Andres Rechner erhalten. Wirtschaft hat mir ein cooles Hackerspielzeug gegeben, habe mich erfolgreich in die Datenbank gehackt, aus der André Lobineau mich aussperren wollte. Lobineau ist eine elende Ratte, aber seine Datenbank enthält jede Menge wichtige Informationen über das Mittelalter. Ja, hat doch gut geklappt. Ja, und nu? Wie mache ich jetzt weiter? Moment. Ich glaube, ich muss da nochmal rein. Jetzt kriege ich wieder mein... Das ist wieder das alte Problem. Ich kriege mein Menü wieder nicht auf hier. Ah, jetzt ploppt wieder mein Menü nicht auf. Hallo. Es ist da. Wieso kommt hier oben manchmal ein Menü und manchmal nicht? Es ist zum Heulen. Ah. Ja, dieses Spiel. Da, es passiert was. Sehr schön. So, jetzt geht da mal hier drauf. So, Handbuch verbinden. Ja, aber wie komme ich jetzt auf die Hacker-Datenbank? Aber doch nicht über Handbuch, oder? Hä? Ja, wie mache ich das jetzt? Ach so. Ah, das muss ich anklicken. Ah, okay. Ja, muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert, ne? Oh, Begrüßungstext von André Lobineau und Baphomet. Was ist denn der Begrüßungstext? Liebe Kollegen, herzlich willkommen bei der Gesellschaft für antiquarisches Wissen. Geben Sie einfach ein Suchwort ein und genießen Sie diese erstklassige Wissenssammlung. Diejenigen unter Ihnen, die mich kennen, können wohl bestätigen, dass ich ein toleranter Mensch bin. Ja, George würde das vielleicht nicht so akzeptieren. Baphomet. Als einer der zu Baphomet beweist, dass diese Sache irgendwas mit den Templern zu tun hat. Ja, darf ich? Als einer der Hauptanklagepunkte wurde dem Tempelrittern, kann man auch wieder klicken, während ihres Prozesses im 14. Jahrhundert vorgeworfen, sie hätten einen heidnischen Götzenkopf namens Baphomet angebetet. Der Name Baphomet ist wahrscheinlich eine Verballhornung des Namens Mohammed oder einer oder aber die Übersetzung des Namens der Göttin Sophia, Weisheit. Verschlüsselt mit Hilfe der Atbasch-Geheimschrift. Punkt. Manche glauben, Baphomet repräsentiere den abgetretenen Kopf von Johannes dem Säufer. Das war eine Absicht. Falls ihr zufällig das YouTube-Kacke-Video kennt, Fistus, da gibt es nämlich Johannes den Säufer. Also Johannes dem Täufer natürlich. Während des Prozesses sagte einer der Ritter, Guillaume de Arblay, aus, er habe Baphomet zweimal gesehen und beschrieb ihn als bärtigen Kopf aus Holz und Silber. Andere Anklagen gegen die Tempelritter lauteten auf Dämonenanbetung, Homosexualität und das Küssen von Katzen auf das Hinterteil. Diese Anklagen der Ketzerei waren das erste Mal ein Jahrhundert, waren zuvor von den Dominikanermönchen der Inquisition gegen die Katharer im Languedoc erhoben worden. Die Ketzereivorwürfe bezogen sich auf das Verhältnis der Tempelritter zu den gefürchteten Assassinen, einem muslimischen Orden von Elitekriegern. Man vermutet, dass die Assassinen den Templern okkultes Wissen vermittelt haben, das später zur Grundlage der Freimaurer- und Rosenkreuzler-Lehren wurde. Gut, dann gucken wir uns erstmal hier das Stichwort Templer gibt es zweimal, gucken wir erstmal drauf. Okay, da gibt es sogar. Die Templer wurden verraten und aus Habgier ermordet. Philipp der Vierte, du Miststück. Hast du für deine Sünden inzwischen büßen müssen? Das ist reichlich viel Text hier. Ich glaube, das können wir uns vielleicht sparen, oder? Das ist wirklich sehr viel Text. Großes Geheimnis. Viele sagenhafte Reliquien, darunter angeblich auch die Dornenkrone, die Jesus am Kreuz getragen haben soll. Außerdem bewahrten sie das rätselhafte große Geheimnis. Einige glauben, es handelt sich dabei um wichtige Reliquien der Christenheit, den Heiligen Gral. Andere meinen, das große Geheimnis sei ein bestimmtes Wissen, das würde es allgemein bekannt die Grundlagen des Christentums selbst in Frage stellen würde. Sehr, sehr interessant. Zu diesem Thema solltet ihr euch mal Da Vinci Code, Sakrileg, angucken. Ein richtig geiler Film. Und behandelt genau dieses Thema, tatsächlich. So, was hat wir noch für Stichpunkte? Philipp der Vierte?
Gar für das Mittelalter war Philipp IV. Ein rücksichtsloser und selbstsüchtiger Diktator. Okay, ja, der Schöne. Der Marionette Clemens V. War kein Stück besser. Oh Gott, das brauchen wir ja nicht alles, oder? Ich gehe mal kurz davor. Oh Gott. Ja, nee. Ich glaube, das sparen wir uns mal. Wenn es wirklich wichtig ist. Wir gucken nochmal, Clemens V. sind wir ja gerade, ne? Gut, das war alles. Clemens V. war nur eine Marionette des Königs. Ja. Wusstest du, dass die Päpste damals dauernd von irgendwelchen aufgebrachten Bürgern angegriffen wurden? Wundert mich gar nicht. Okay, da kommen wir zu Philipp IV. Napoleon schon sagte, die Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Ja. Also Philipp IV. Tempelritter. Gut. Haben wir Jacques de Molay. Jacques de Molay wurde vom französischen König Philipp IV. Hinterlistig verraten. Aha. Ich überfliege das gerade mal so ein bisschen, weil das ist echt wahnsinnig viel Text. Das kann ich euch nicht alles vorlesen. Das ist ein bisschen viel. Das ist schon ein bisschen viel hier. So. Okay. Das Geheimnis. Philipp IV. Noch ein anderes Geheimnis? Ne, das ist das gleiche. Okay, dann. Templerorden. Warte mal. Jacques de Molay. Templerorden mache ich nochmal. Okay, ja, das, gut, die Templer, da kennen wir uns ja mittlerweile aus. Große Geheimnis, Philipp, ja, bla bla bla. Da, Hospitaler Orden. Aha. Gott, was für viele Namen. Templer oder Philipp IV. nochmal. Gut, vielleicht haben wir jetzt auch schon alles erfahren, was wir erfahren müssen. Wichtig ist ja, glaube ich, einfach nur dieser Code. Den müssen wir finden. Ich gehe mal zurück, Tempel oder Baphomet. Johannes der. Okay, wir können auch mal Johannes den Täufer angucken. Oder war ich da schon drauf? Nee. Vielleicht ist der Johannes der Täufer der Heilige, der quasi praktisch auf dem Manuskript abgebildet ist. Das wäre doch eine Idee. Mein Gott, sind hier viele Infos. Tempelritter. Ich hätte eigentlich ganz gern über diesen Code was da. Die Atbasch Geheimschrift. Da hätte ich gern mehr drüber gehabt. Hm. Vielleicht, warte mal, kann man, ja, Baphomet, hier mal raus. Wir können doch mal ihn drauf ansprechen, oder vielleicht auch nicht, warte mal. Einmal kurz gucken. Hey Virgil, hast du 5 Minuten Zeit? Um was geht's? Geht nicht, okay, geht nicht, ist okay. Dann will ich mal eben gucken, ob ich vielleicht jetzt hier das übersetzen kann, diese Geheimschrift, die hier drauf ist. So, pass auf. Wo ist diese Geheimschrift gewesen? Ich weiß, dass hier irgendwo... Da... Nee. Da, ne? Da. Schwarze Symbole. Kreuz, Halbmond, Davidstern. Was diese Symbole hier wohl sollen? Ja, kann ich jetzt nicht. Und hier, das ist vielleicht das Johannes der Säufer. Ein würdevoll und demütig dreinschauender Mann. Ja. Aber ich dachte, wir können das jetzt irgendwie in Verbindung bringen. Können wir aber anscheinend nicht so ganz. Schade. Da muss ich wohl doch nochmal hier ins PDA. Vielleicht haben wir nicht alles gefunden, was wichtig ist. Wie mache ich das jetzt nochmal? Verbinden? Ja, dann gehen wir da nochmal hin. Was? System ausgelastet. Ich komme da nicht mehr rein. Dann habe ich wohl alles gefunden, was wichtig ist. Okay, was sagt denn mein Handbuch? Gibt es mir irgendwie einen Tipp? Das ist nichts Neues. Ja, kann ich jetzt raus, theoretisch? Muss mir das Manuskript näher ansehen. Hab ich doch! Oh. Dann gucken wir halt nochmal. Vielleicht muss ich da doch noch was rauskriegen. Die Fleur-de-Lis? Fleur-de-Lis in verschiedenen Mustern. Noch nicht. Burg. Heiliger. Habe ich das hier oben auch gesehen mit König und Heiliger? Stellt Philipp IV. Von Frankreich dar. Ach, guck. Jetzt hat er die Verbindung. Das hat er vorher, glaube ich, nicht gesagt. Es muss Clemens V. sein. Papst in Avignon und Philipps Kumpel. Er ist mit Sicherheit nicht der wahre Patriarch, von dem in dem Manuskript die Rede ist. Mhm.
Okay, aber jetzt zieht er tatsächlich Verbindungen. So müssen wir nur noch herausfinden, wer genau dieser wahre Patriarch ist. Dann geht's wahrscheinlich so weiter. Mittelalterliche Paris. Ja, und das hier... Burg... Hölle? Flammen der Hölle verschlingen die Stadt. Okay, kurz gucken. Das ist alles Hölle, 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 Hölle. Anno, vielleicht da nochmal die Wappen angucken? Hallo? Ich höre Musik. Ist das Spiel jetzt abgestürzt? Nee. Achso, das sagt einfach gar nichts zu den Wappen. Okay. Befestigte Stadt. Eine östlich aussehende Stadt. Also okay. Clemens der Fünfte nicht der wahre Patriarch ist und St. Georg, der aus der heutigen Türkei stammte, der Stadt eines heiligen Mannes, der wahre Patriarch ist, gegen einen Drachen kämpft. Ja. Dann muss diese Stadt Istanbul sein, das im Mittelalter Konstantinopel hieß. Mit der Festung muss die alte Zitadelle von Konstantinopel gemeint sein. Botsch, das ist ja unglaublich. Existiert die noch? Keine Ahnung, aber ich wette, in Istanbul gibt es jemanden, der das weiß. Botsch, du bist ein Genie. Danke, dass du mir geholfen hast. Hey, sowas macht mir Spaß. Ich würde doch nie die Chance versäumen, nach einem Templerschatz zu suchen. Mhm, das stimmt allerdings. Heißt das, wir sind jetzt durch und können wir jetzt nach Istanbul? Er wäre aber geil. Warte mal, ich gehe mal raus. Dürfen wir jetzt mal gucken, was geht? Na, Anna Maria, Lust auf einen Trip nach Istanbul? Nein, echt jetzt geil. Musst du, wir finden den Schatz? Müssen es zumindest versuchen. Kommt denn in diesem Abenteuer Nico überhaupt nicht vor? Das wäre fast ein bisschen schade, ne? Sehr bequem. Hallo? Zimmerservice? Natürlich. Hat die Stimme von Alfonso. Sie rein. Aber der wird's wohl nicht sein. Tag, Effendi. Ich bringe Chai für Sie und Ihre werte Gattin. Danke. Sie ist nicht meine Frau. Ah, natürlich. Sie sind in der Tat von Allah gesegnet, eine so schöne Geliebte zu haben. Nein, ich meine, wir haben kein... Da ist nichts. Ne Bange, Sir. Ein paar Nächte hier im wunderschönen Pasha Palace und das süße Wesen wird ihre besondere Gabe für romantische Liebe kennen. Überlasse sie dann ihrem erholsamen Schlaf, Sir. Hi, George. Hi. Was für ein netter Zimmerkellner. Worüber habt ihr geredet? Ach, nix. Das Wetter, Regen. Er meint, es sähe nicht danach aus. Hätte es auch nie. Alles nur Gerüchte. Ja auch ganz gut ist. Zeit, um den Schatz zu suchen, was? Ich warte dann im Flur, während du dich anziehst. Ja, aber hat die Nachricht da auf dem Teller, ich glaube, die hat, ist das eine Serviette? Warum bringt der Zimmerservice ein leeres Tablett? Hä? Das gibt gar keinen Sinn. Danke, George. Ja, okay. Wir können auch gar nicht ins Hotelzimmer zurück. Wir quatschen noch mal kurz mit ihr, würde ich sagen. Anna Maria. Ich bin so froh, dass du mir helfen willst, George. Ich kann noch gar nicht glauben, dass wir wirklich hier sind. Du? Nee, aber die Tonspur war komplett. Irgendwie wie ein Traum. Ein Albtraum? Nein, kein Albtraum. Okay, George. War Patentanwalt, weißt du? Habe in der Firma meines alten Herrn gearbeitet. Anwalt? Hätte ich nie vermutet. Das nehme ich mal als Kompliment.
Okay, das war's. So, genug Smalltalk. Ja, was machen wir denn jetzt genau? Wir gucken uns mal hier um. Da ist ein Fahrstuhl, in den ich auch nicht wirklich rein kann. Da ist eine Rezeption. Eine Rezeptionsdame. Da ist ein Rechner. Was haben wir denn alles in diesem Raum? Ich will mal eben kurz gucken. Da ist ein Gemälde, das können wir uns mal eben angucken. Oh, sie kommt uns richtig hinterhergelaufen hier. Plan mit einigen der Touristenattraktionen. Mhm. Okay, kurz gucken, da hinten ist noch ein Gemälde. Oh, was ist denn das? Da, okay, da geht's nach draußen in die weite Welt. Aha, oh, hier haben wir. Ist das Anna Maria? Ja, okay. Ach, hier geht's auch raus? Ne, das ist eine Speise. Hey, was machst du da, George? Ha, sein Bein zuckt wieder. Ui. Okay, da hinten ist. Ach, da ist wieder dieser ominöse Kellner. Hier können wir uns was angucken. Offenbar haben wir das Frühstück verpasst. Naja, aber man kann ja trotzdem da was einstecken. Wollen wir ihn quatschen mal kurz? Ah, mein Freund! Wie geht es meinem Lieblingsgast an diesem schönen Nachmittag? Der ist mir etwas zu freundlich. Zitadelle am Fluss. Mevlut. Wissen Sie was über eine alte Zitadelle hier in Istanbul? Ja, die große Zitadelle. Der Legende zufolge liegt sie tief unter dem Topkapi-Serai. Der Legende zufolge. Aber er kennt sie doch schon. Hä? Naja. Kapi? Das Topkapi-Serai ist ein Palast, eine unserer berühmtesten Sehenswürdigkeiten. Leider ist es diese Woche für den Publikumsverkehr geschlossen. Wegen einer politischen Konferenz wimmelt es da überall von Wachleuten. Warum schauen Sie sich nicht stattdessen die berühmten Shisha-Raucher am Galatasaray-Platz an? Oder die Hagia Sophia, die Blaue Moschee oder die türkischen Bäder? Sehr sexy, mein Freund. Ja, ich frage mich echt, warum der so nett ist. Ich glaube, mit dem hat es doch irgendwas auf sich. Mehr Blut. Und arbeiten Sie gerne hier? Arbeite schon mein ganzes Leben als Kellner, Sir. Frohes Leben, nur der Kunst gewidmet, die Wünsche jedes einzelnen Gastes zu erfüllen, der unsere schöne Stadt besuchen kommt. Exotischen Schmelztiegel, in dem der Osten auf den Westen trifft. Das Land der Kontraste. Ich glaube ihm kein Wort. Tut mir leid. Der ist falsch. So. Da hinten ist ein Spiegel. Also mehr ist hier anscheinend auch nicht. Das dient wirklich nur dazu, mit ihm zu sprechen, wie es aussieht. Dann würde ich... Oh, das Besser können wir uns schnappen. Wenn er gerade bei dich hinguckt vielleicht. Jetzt guckt er aber hin. Ich hab's. Nettes Souvenir. Okay. Ein Messer eingesteckt. Kann man immer gebrauchen in Adventures, finde ich. So. Ja. Dann. Ja, wir könnten nochmal ein Gespräch anfangen mit ihr. Wobei wir es wahrscheinlich nicht zu Ende bringen werden. Aber ja, versuchen wir es mal. Wie heißt sie denn? Empfangsdame, ja. Topkapi-Serai. Attraktion. Wie geht es Ihnen? Oh, danke. Bis auf die viele Arbeit. Wichtige Leute, die einchecken wollen und so. Das ist irgendwie kein türkischer Akzent, finde ich. Naja. Was können Sie mir über das Topkapi-Serai erzählen? Der Palast ist wunderschön, aber da findet diese Woche die Konferenz des Präsidenten statt. Nur geladene Diplomaten und Pressevertreter sind zugelassen. Warum sehen Sie sich nicht lieber etwas anderes an? Da vorne hängt ein Stadtplan an der Wand, auf dem Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten finden. Der klingt irgendwie eher russisch oder so, der Akzent. Das passt überhaupt nicht. Was können Sie mir über das Topkapi-Serai erzählen?
Der Palast ist wunderschön. Aber da findet diese Woche die Konferenz des Präsidenten statt. Nur geladene Diplomaten und Pressevertreter sind zugelassen. Warum sehen Sie sich nicht lieber etwas anderes an? Ja, ich weiß, da hängt eine Karte, bla bla bla. Vorne hängt ein Stadtplan an der Wand, auf dem Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten finden. Ja, du wiederholst dich, Bädel. So, bevor wir jetzt weiter mit ihr quatschen, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Part weiter. Und ich bin gespannt. Cooles Setting, Istanbul, finde ich cool. Hat so ein bisschen, erinnere mich das jetzt an den ersten Teil, wo waren wir dann unterwegs? Da waren wir ja auch irgendwo im Orient unterwegs, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Ja, jedenfalls hoffe ich, dass es euch weiterhin gefällt. Anscheinend hat es euch ja bisher sehr gut gefallen, auch wenn wir ein bisschen hakelige Probleme haben. Aber ja gut, muss man halt mal mitleben. Wird ja nicht immer so sein. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.